Oh, grüß Gott, lieber Aufrufer. Gute Laune ist immer wichtig. Geduld, etwas und Entspannung. Pause machen und dann wieder richtig gegen mit der Brust. Denn wir sind bekanntlich nicht beim Damenfußball. Ich habe extra hier meine dynamische FDP-Krawatte umgemacht. Es geht um das Thema Monopol, Energiekapitalismus. Und das habe ich hier heute in der Rheinischen Post von Mittwoch, dem 27. Juni, mit der Überschrift hier Titel RWE-Chef erwartet Anstieg der Strompreise. Man muss sich den mal angucken, hier hat man ein gutes Foto ausgesucht. Das ist sozusagen die Mitmenschlichkeit solcher Geldschneider. RWE erwartet Anstieg der Strompreise. RWE hat kürzlich auch mitgeteilt, sie wollen keine Atomkraftwerke mehr bauen. Ja, ich hätte gerne von RWE gewusst, wie sie ihre alten Anlagen abbauen. Und ich bin auch der Meinung, dass keiner der Betreiber noch irgendeine neue alternative Lizenz überhaupt bekommen darf, wenn er nicht vorher nachweist, dass er seine alten Anlagen abbauen kann. Das wäre mal echt die fortschrittliche Lösung. Und dann haben wir nämlich hier die Alternative. Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das auch von heute, Mittwoch, 27. Juni. Einigung bei der Solarförderung in Sicht, und dann kommen wir nämlich zum Energiegeschäft bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da haben wir hier, das muss man sich mal angucken, eine unglaubliche Beilage, das ist ein Annoncenteil, ja, von der Energiewirtschaft. Statoil ist hier Annoncengeber. Dann haben wir die CDU-Lobbyistin Hildegard Müller, sie war mal Jungtalent, jetzt ist sie Geldschneiderei, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft Berlin. Na, wer hätte das gedacht? Dann haben wir hier ENI, Erdgas von ENI, Annonce TENET, wir transportieren die neuen Energien. Also was hier fehlt, ist im Grunde genommen eine wirklich richtig griffige RWE, EBM Papst, das sind die, die das hier bezahlen, BASF, Siemens, Energiewende, und da haben wir hier schon mal etwas sehr Interessantes in dieser Beilage. Das ist nämlich hier Wildpolsried im Allgäu, erzeugt mehr Ökostrom als es verbraucht, ein idealer Ort also, um das intelligente Stromnetz der Zukunft zu testen. Hier, die produzieren alternative Energie mit Überschuss, und man tut jetzt so, als seien die auf Backbones, auf große Netz Nord-Süd-Ausbauten und so weiter angewiesen. Das ist aber wirklich der Trick, mit dem die Monopolisten das Monopol über die Netze weitererhalten wollen. Hier ist nochmal Süddeutsche Zeitung heute auf dem Titel hier oben. Mittwoch, 27. Juni, Strom abzugeben, das Dorf der Energiespinner. Unter der Abteilung Wissen, das soll uns provozieren. Wir gehen auf die Provokation ein und stellen fest, Fußball so, wie er sein muss. Der Andrea Pirlo hat heute auf der Corriere della Sera auf dem Titel gesagt, a paura de noi, also die Deutschen haben Angst vor den Italienern, und auf El País, der spanischen Zeitung, in Bezug auf das Halbfinalspiel heute Spanien gegen Portugal, hat man gesagt, es ist mehr als ein Fußballspiel. Ja, was immer die Medien uns erzählen wollen, sie versuchen es draus zu machen, es ist ein Fußballspiel. Wollen wir hoffen, dass diejenigen, die sich für Fußball interessieren, nicht völlig untergehen in dem Verwurstungsfernsehen, ja, mit einer unglaublichen Übertragungs- und Aufnahmetechnik, servieren die uns hier in Kleinbilder zerlegte Fußballübertragungen, in denen auch ein Fußballer kaum noch sehen kann, was überhaupt passiert. Ich sehe dauernd blöde, schreiendes Publikum, ich sehe dauernd einen Ball am Fuß, ohne zu wissen, wo auf dem Platz gerade sie sind. Ich sehe so gut wie nie eine Totale, um einschätzen zu können, was macht eigentlich die Mannschaft, ja, halten die Spieler Blickkontakt miteinander, was unerlässlich ist, oder der eine oder andere Poldi guckt mal weg. Das ist nämlich wichtig zu sehen. Oder zum Beispiel, wie ist das Verhalten, wenn die Mannschaft den Ball gewinnt, wie schalten die um? Denn jeder Spieler auf dem Platz muss sich sofort bei Ballbesitz anders benehmen, als wenn der Gegner den Ball hat und so weiter. Das alles interessiert den Fußballer, aber das Fernsehen bringt es nicht. Also wirklich katastrophal, und hier die Süddeutsche Zeitung kritisiert das natürlich auch nicht. Ich bin jetzt aber hier bei meiner
Monopolenergiewirtschaft, das Dorf der Energiespinner, schreibt man hier. Ein Autor namens Marlene Weiß mit Doppel-S, wie die SS. In Wildpoldfried im Allgäu erzeugen die Bewohner längst mehr Strom, als sie verbrauchen und dienen damit bundesweit als Vorbild. Idealismus lohnt sich, viele Bürger verdienen gut daran. Wenn die Biogasanlage streikt, kriegt der Bauer eine SMS. So, bitte, liebe YouTube-Leute, liebe Lichtgeschwindigkeitsleute, gucken Sie nach hier, Wildpoldfried heißt das. Wildpoldfried, das ist wirklich sehenswert, denn die würden für die gesamte Versorgung, und zwar sichere, durchgehende Versorgung an Energie, einschließlich der Speicheranlagen, aus der Gülle, die sie in Bayern produzieren, würden sie mit der Hälfte der aufkommenden Gülle schon ausreichend Strom herstellen. So, das heißt, Leute, geschissen wird jeden Tag, gepinkelt auch. Und was dort in unserer Industrieerzeugung von Schweinegülle alles aufkommt, daraus können wir alleine unsere Energie herstellen. Also bitte Intelligenzreisen machen nach Wildpoldfried, Erkundungen einholen, und Wildpoldfried wird in Zukunft der größte lokale Arbeitgeber Deutschlands werden, indem er dieses Infrastrukturwissen, wie man eine alternative Energie erzeugt für ein Dorf, in ganz Deutschland verbreiten. Und dann sind wir auf die Faschisten des Netzbaus. Das Netzbau ist nämlich die Faschisierung, also sozusagen die Bündelung und die Kontrollierbarkeit der Netze, wären wir nicht mehr angewiesen. Und deshalb komme ich jetzt hier mit meinem Energieangebot. Vergnügen.